Hallo, heute mache ich ein Video über das Theater der Vorrichtung, Schwierigkeit 2.0, und ich zeige euch nur die neue Map, weil für die alte Map habe ich festgestellt, dass mein letztes Video von der Schwierigkeit 1.8 vollkommen ausreichend ist mit den Minen in der letzten Reihe. Ihr müsst nur ein bisschen aufpassen auf der anderen Map, dass euch die Hilly-Chills mit den Äxten nicht ungünstig durchkommen. Und wenn ihr aber Barbara benutzt und die damit die ganze Zeit die Gegner einfriert und vielleicht auch einen Anemo-Charm, um Verwirbelung zu machen, um sie aufzuhalten, solltet ihr auf der anderen Map eigentlich relativ gut klarkommen. Deshalb, wir hoffen jetzt an der Stelle, wir bekommen die neue Map. Wir nehmen I want to Sucrose und help. Barbara mit. Das We can sind do die zwei this. Charaktere, die ich am meisten neben Noelle gebraucht habe. Also diese Dreier-Kombo: Noelle einfach fürs Downhauen von Geoschilden oder Eisslime-Schilden, Barbara um Leute einzufrieren und Sucrose für Verwirbelung. Und jetzt ist es einfach nur beten, dass wir die neue Map bekommen. Und natürlich bekommen wir nicht die neue Map. GG. An der Stelle erstmal wieder raus und direkt wieder rein. Man bekommt halt nicht die neue Map, wenn man sie haben will, ne? Ist halt so. Game sagt no. Boah, ernsthaft. Danke. Man musste erst böse gucken, ja. So, Taktik. Feuerturm. Reicht Wasser hier vorne schon? Wasserturm. Feuerturm. Wasserturm. Needs assistance. Feuerturm. Ihr müsst halt, na. In der ersten Welle kommen nur Hilly-Trolls, okay? Das ist eine reine Punktefarmrunde. Ich zeige euch aber kurz die Map. Hier ist ein Portal, hier ist ein Portal. Die gehen beide hier hin. Hier spawnt ab Runde 3 ein Portal. Das geht hier hin. Teilt sich auf die zwei Brücken auf und geht dann hier hin. Und ihr habt hier oben so eine Vorrichtung auf der Erhebung. Von hier habt ihr übrigens einen wunderbaren Ausblick auf beide Lanes. Am Anfang müsst ihr da nicht hoch, aber ab Runde 3 bietet sich's an, weil ihr könnt von hier aus überall hingleiten und notfalls aushelfen, okay? Ich habe versucht, bisher in dieser Map, in den zwei Runden, die ich drauf gespielt habe, die neuen Tower zu benutzen. Ich zeige euch auch gleich, wie ich die eingesetzt habe. Ich bin mir tatsächlich, wenn ihr mich so fragt, nicht sicher, ob ich die sinnvoll finde oder nicht. Das sind so Buff Tower, die wir heute dazu bekommen. Aber ihr könnt euch gleich selbst ein Bild davon machen. Angriff von Feuerturm ist natürlich mächtig, ne? Das gefällt mir natürlich am Ende der ersten Runde. Und zwar setze ich den einen hier hin. Ihr seht das jetzt, die buffen Türme in so einem Kreis. Der macht jetzt so eine Aura und hier, ihr seht, die kriegen einen Buff. Und wenn ihr den seht, dann wisst ihr ja, Buff ist drauf. Es kommen halt meistens hier Schilde, Holzschilde, Geoschilde, können auch Eisschilde kommen. Und ihr müsst ein bisschen aufpassen, weil die Schnellen werden manchmal nicht gefokust und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich hau die manuell manchmal zurück.
weiß wirklich nicht, woran das liegt, dass die nicht gefokust werden. Der Tower-Fokus ist sowieso, wenn ich ehrlich bin, ziemlich komisch. Ich würde ja anstelle vom Tower erwarten, dass er das nächstgelegene Ziel nimmt. Aber die hämmern da einfach voll in die Monstermasse rein und die Schnellen werden mehr oder weniger ignoriert. Die müssen halt durch Flächenschaden sterben. Also müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr eventuell ein oder zwei von den Magiern zurückschubsen müsst. Das ist an der Stelle sogar ganz, ganz wichtig. Hier können wir die Angriffsgeschwindigkeit von den Pyrotürmen ausbauen. Und wir sind dann auch schon bei Reihe 3 angekommen. Und jetzt wird es interessant. Jetzt kommt halt diese dritte Lane, von der ich geredet habe. Die ist hier unten. Und die erste Welle ist einfach nur Hilly Churls. Die kommen von da. Trennen sich halt hier so in der Mitte und so auf die Lanes auf. Deshalb ist die Taktik einfach erstmal, wir bauen... Okay, wir haben nicht genug Punkte. Wir bauen erstmal nur die beiden. Und sobald wir genug Punkte haben, bauen wir den nächsten. Also die Taktik da unten ist Elektro- und Wassertürme, ne? Weil es viele kleine Monster sind, unter Stromeffekt ausnutzen. Ich denke, da wurde meine Taktik schon sehr klar, die ich hier anstrebe. Ich hoffe, es geht mir oben keiner durch. Wenn mir oben keiner durchgeht, ja, dann entschuldige ich mich hier im Voraus. Dann habe ich mich gerade zu viel getraut, damit da unten keiner durchkommt. Sieht aber nicht so aus. Der ist mit verdampft diesmal. Also ihr seht, die sterben schon ganz gut mit an den AOEs. Aber man kann sich halt nie sicher genug sein. Ich will halt auch mit 12 Türmen durchkommen. Wenn euch das zu schwer ist, das in einer Runde mit 0 und 12 zu machen, dann nehmt euch einfach 2 Runden Zeit. Es gibt keinen Grund, das wie ich in einer Runde zu machen. Ihr könnt erst 0 durchkommen lassen und ruhig 14 Türme bauen. Dann könntet ihr hier an der Stelle zum Beispiel noch Sprengfallen hinter den Wasserturm bauen. Oder ihr könntet hier eine Sprengfalle in die vors Portal bauen. Da gibt es ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten, wie ihr diese 2 Turmslots noch einsetzen könnt. Ich habe meine Turmslots jetzt halt auf die Lanes so aufgeteilt, dass ich hoffe, dass ich durchkomme. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Brauchen wir das? Ja, wir hauen die Elementarkunde hoch, damit wir mehr Schaden bei denen haben. So, und ich hau jetzt einen dritten Elektro hier unten hin. Der Grund ist, weil ich hätte gerade gesagt, Bock drauf hab. Damit die Lane da unten sicher ist. Also auf dieser Lane kommen jetzt. Kann ich euch auch kurz zeigen. Erstmal Schilde. Also wir haben auf allen Lanes jetzt Schilde. Mit Magiern. Und danach kommen da aber Hillys mit Fackeln. Und die sind sehr, sehr schnell. Da ist schon wieder so ein Fall von. Ich hab keinen Bock. Und muss mich mal wieder zurückschubsen. Und diese Fälle sind sehr, sehr nervig, bin ich ehrlich. Die finde ich sehr, sehr nervig. Ich habe noch keine Lösung dazu gefunden, außer aufpassen. Ich war jetzt auch gerade tatsächlich kurz abgelenkt. Ich war wirklich kurz abgelenkt. Ihr habt's mitgekriegt. Und liegt da eine SMS, die kam von meinem Dad. Und ich musste kurz mal drauf antworten. Wäre sonst unhöflich. So, jetzt kommt hier oben nichts mehr. Jetzt kommt nur noch unten. Ich zeige euch das mal unten, wie das abläuft. Also das ist alles gerade mit Unterstromreaktionen, was da unten abläuft. Geht eigentlich von alleine. Nein. Danke. So. Passt.
Damit haben wir auch Runde 4 schon rumgekriegt. Was haben wir denn da? Angriffsgeschwindigkeit von kuriosen Elektrovorrichtungen klingt gut. Ich würde schon gerne den Angriff von denen erhöhen, aber das ist halt... Ah. Das könnte so nach hinten losgehen, ne? Es ist so verführerisch. Da sind übrigens diese Hilly-Troll-Berserker, die unten kommen. Wir gehen jetzt damit in die fünfte Welle rein und wir werden nach der fünften Welle eventuell umbauen müssen. Ihr seht, die kommen da unten. Sollte eigentlich gut gehen. Er ist schon wieder mal am Durchlaufen, wie man sieht. Ich muss mal wieder hier oben mehr aufpassen als unten. Ich weiß auch mal wieder nicht, was hier abläuft. Hallo? Türme? Auf was feuert ihr denn? Danke. Ich weiß manchmal echt nicht, auf was diese Türme feuern, muss ich euch jetzt mal ganz ehrlich an der Stelle sagen. Also, da bin ich manchmal mega verwirrt. Einfach immer schnurstracks nach vorne. Ich hätte ja gerne eine Turm-KI, die auf das schießt, was am nächstgelegensten ist. Vielleicht ist es auch sinnvoller, dass ihr hier hinten nochmal einen extra Turm hinbaut, einen Feuerturm, anstelle von drei Elektro unten. Ihr seht, ich habe mir gerade Mühe geben müssen, damit die überhaupt aufgehalten werden können. War so übrigens nicht fürs Video geplant, dass ich so tryharden muss. Dafür läuft wenigstens unten mit den vier Türmen. Wenn ihr unten einen wegnehmt, kann ich euch sagen, habe ich in meinen ersten zwei Tests vor diesem Video gemacht. Musste ich runtergehen und ein bisschen nachhelfen bzw. die Vorrichtung aktivieren. Spricht halt nichts gegen, ne? Aber... Ja... Ich meine, wir kommen auch so durch, ne? Wir müssen halt nur mehr machen. Wir werden dazu genötigt, Sachen zu machen. In der letzten Runde kommen jetzt Lava-Trolls und unten halt auch wieder Berserker. Wir nehmen dafür hier die Reichweite und wir bauen jetzt um. Zwar bauen wir komplett um. Das Ding ist, die kommen aus dem Portal raus und wir wollen sofort Schaden auf die drauf haben. Also ballern wir da vorne so einen Turm hin. Wir ballern hier den Aufwertungsturm hin. Wir ballern einen Feuerturm da in die Backline. Und wir ballern einen Feuerturm direkt hier nach vorne, damit direkt Schaden drauf gemacht wird. Und bei der anderen Reihe machen wir das jetzt genauso. Die wandern nach vorne. Ihr müsst halt erst gucken, dass ihr die abbaut, ne? Nicht, dass ihr am Ende zu viele Türme auf dem Feld habt. Dass ihr halt über die 12 kurz geht. Dann tun wir hier den Verstärkungsturm wieder hinsetzen. Hier wieder einen Feuerturm. Hier tun wir auch einen Feuerturm hinsetzen. Und den Wasserturm setzen wir dementsprechend vors Portal halt auch hier. Damit der sofort Schaden macht. Und warum haben wir das vorgezogen? Die Lava-Jewels... Die sind mega tanky, ne, die da kommen in der letzten Runde. Boah. Hier, die Lava-Schulz sind mega tanky und unten kommen einfach nur ganz viele kleine. Also das ist einfach nur, damit die früher Schaden bekommen und mehr Schaden bekommen. Und wenn die Türme hier hinten stehen, hatte ich das Problem bei meinem ersten Test auch. Die haben gegen die Wände hier geschossen und oft wollten die anderen Lanes mit runterholen. Und das fand ich natürlich nicht so prickelnd. Scheint übrigens auch nicht so gut zu klappen. Ich bin echt unzufrieden heute. Ich bin mega unzufrieden, also. Gut, der stirbt jetzt auf einmal. Warum? Was ist das Problem, dass der Erste nicht so schnell stirbt? Ich meine, der scheint ja jetzt auch wunderbar zu klappen, oder? Na, nicht ganz wunderbar, aber doch. Ohne Probleme, komischerweise. Da kommen keine mehr. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass diese Türme immer Schießschwierigkeiten haben. Ach so! Ach so, guck mal. Die schießen da runter mit.
Habe ich das gerade richtig gesehen? Krass. Ihr müsst auf jeden Fall mega vorsichtig auf der Map sein. Ihr habt's gesehen, das war jetzt zwar ein Perfect Run, aber ich musste sehr aufpassen. Ich musste mit Anemocha aushelfen. Ich musste mit Noelle Leute zurückschubsen. Das ist gar nicht so einfach. Also wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, macht einmal mit 14 Türmen. Dann habt ihr hier oben bei mir auf den Lanes jeweils noch einen Turm mehr auf jeder. Dann sollte das deutlich solider laufen und dann kommen auch nicht die Einzelnen durch. Und macht das notfalls einfach mit den 12 mit ein paar, die durchlaufen. Ich meine, wenn die 4-5, die da durchgekommen wären, durchgelaufen wären, hättet ihr trotzdem noch die Stage geschafft und hättet nicht mehr als 12 Vorrichtungen gehabt. Ich habe das natürlich jetzt einfach fürs Video beides in einem versucht. Hat gut geklappt, bin ich auch sehr stolz drauf und zufrieden mit, aber wir hatten unsere kritischen Momente. An der Stelle hoffe ich, dass es das Video euch gefallen hat und ihr was daraus gelernt habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal.